Hallo und herzlich willkommen. Die Spieler, die offiziell die Spiele sind bereit. Und wir holen jetzt unseren SSV-Jahr da einen wenigen Augenblick hier aus. Und damit auch nochmal herzlich willkommen von mir hier. Ja, zum 11.13 gegen Regensburg, nachdem wir jetzt nach Berlin fahren, nach dem geilen Spiel gegen Karlsruhe, jetzt das Spiel hier gegen Abschlusskandidat Jan Regensburg. Ich hoffe, die Spieler sind trotzdem motiviert genug, denn wir müssen in der Tabelle, dass wir weiter vorankommen. Das ist nicht so einfach. Er von der ersten Chance. Als Schenkchen für Regensburg, aber Klevin. Und was? Und hinten bei genau wieder zu. Was? Sieht, dass Klevin zu weit vom Tor raus steht. Schaut hinten bei über den verdutzten Torhüter. Och nee, oder? Das geht, Leute, ja. Jetzt. Was langte typiert aus wenigen Metern Entfernung, was 1-1, gut. Heidi macht gleich einen Ausgleich hier, das ist wichtig. Dresden führt schon wieder, die Schweinepriester. Jetzt nicht mehr, gut. Gut. Das darf doch nicht wahr sein hier, hä? Na, halbe Stunde gespielt, steht 1-1. Regensburg macht uns das Leben schwer. Oder rennt jetzt hier nochmal trotzdem Regensburg, die etwas spielbestimmende Mannschaft. Gefällt mir gar nicht. Kutsch ist noch 16 Meter drüber, okay. Das sind die zwei Gesichter der FC Rot-Weiß Erfurt, einmal das Pokalspiele. Abseits von Kammert, okay. Die Pokalspiele und dann halt die Ligaspiele jetzt neuerdings. Gelbe Karte Laurito. Dann kann sich Mögle mal warm machen. Für die Halbzeit. Auch wenn Laurito nicht so schlecht gespielt hat und Verletzung kam dort. Na klasse. Schien- und Fadenbeinbruch. Wie hat er denn das geschafft, bitteschön? Tyralla. Tyralla sage ich. Trezeguet. Tyralla, Leute. Na, kann er sich mal zeigen, jetzt kann er sich durchsetzen. Jetzt hat der Trezeguet natürlich den Vorteil. Nachspielzeit, passiert auch nichts mehr, war? Nein. Ein bisschen mehr erhofft habe ich mir schon. Halbzeitansprache geben wir rein. Dann lasst uns mal für Aufsehen und sorgen. Wir versuchen mal ein bisschen zu pushen, die Leute hier. Vor allem hinten. Das EG will ich auch mal motivieren, jetzt, wenn er reinkommt. Ich freue mich, nein, das werden sie nicht bereuen. Bin mal gespannt jetzt, ne? Hier wollen wir mal die Taktik, ob da alles passt. Eigentlich schon. Eigentlich schon, so. Weiter. Alle Spieler aufwärmen lassen jetzt. Konzentration. Darauf Pufka weiter. Spieler tritt durch. Lachen jedoch an Shifu hängen, okay. Wieder Chance für Rot-Weiß. Gute Chance für Rot-Weiß. Ecke von links. Bukwa macht das. Fjell. Nachher setzt sich durch, okay. Gerade noch bereinigen. Doch, wir landen bei Aydin, der direkt einlässt, okay. Schön, 2-1, herrlich. Schön. Aber ein bisschen ruhig jetzt. Was ist jetzt los? Gangart von Regensburg wird rauer. Und weitere Chance. Weiter so. Wieder Ecke.
Ecke, Kopfball, Marx 3-1. Es geht doch. So gefällt mir das, Leute. So und nicht anders. So bleiben wir auch dran. Wieder eine Chance. Einer nur sicher. Na. Ecke. Das Hein kann sich durchsetzen. Gegen Ott, okay. Libo muss sich eingreifen. Ja. Er wird jetzt hier ein bisschen stärker. Trezeguet auch noch nicht durchgesetzt. Was? Ja, das haben wir eingespielt. Ich sah es noch, Trezeguet hat sich noch nicht durchgesetzt, aber im Abseits, okay. Man macht das Tor, aber Abseits. Heute werden ein Gummistiefel angesetzt. Na, aber Junior muss da noch ein bisschen ran. Also auf der rechten Seite, das gefällt mir so noch nicht so ganz. Huch! Da wollte ich hin. Ich wollte hier hin. Und zwar Ott macht das an sich ganz gut. Wir werden Tyralla jetzt mal für Marx spielen lassen. Bisschen zentraler dafür. Werde wahrscheinlich die Laufwege anpassen müssen noch. Öffnen Taktik, Laufwege, App. So, hier mal ein bisschen freien Raum mitgehen. Man will ein bisschen Einsatzzeit wieder schenken, Sebastian Tyralla, nach der Verletzung. Da wird er ganz froh sein drüber. Und jetzt ist so eine neue Aufstellung, jetzt nochmal reingehen. Fragt sich jetzt nur wen. Schichos, na, tue ich mich schwer. Ich würde sagen, ich nehme Laurito raus. Aufgrund der gelben Karte. Kein anderer Grund. Kein anderer Grund. Dass wir hinten sicher bleiben. Was? 4-1, guck mal. Da ist alleine vor von der Bohr auf. Ich hoffe, sie schießt den Ball Haken, legt sie einfach an den Fuß und setzt sie überlegt ein. Und damit jetzt 4-1, jetzt auch gegen Jan Regensburg. Ja, oben gewinnen sie weiter. Muss das sehen, mit Dortmund darf vielleicht aufsteigen. Aber hinter uns lauern sie alle. Sie lauern. Das heißt, wir können uns wirklich keine Schwächephase erlauben wieder. Nochmal eine Chance. Dukwa mit Eckball. Ah, das mal Libo. Sicher. Und wir haben 30 Jahre trotzdem durch. Keine schlechte Note, keine gute Note. 3-0. Durchschnitt, sage ich mal. Auch wenn man es nochmal sagt, 4-0 ist ein durchschnittlicher Note, bei 4-0 sind 50%, ist die Hälfte, die Hälfte ist Durchschnitt. Aber wenn ich sehe, gut, wenn ich sehe durch ein 3,5, wobei man auch sagen muss, dass gut, die Note hier ziemlich nach unten drückt. Das ist ja. Noch eine Auswechslung. Ich werde nicht nachsichtig, das könntest du vergessen. Da hat Juri das mal einen verteidigen kann, dass er seine Note ein bisschen verbessern kann noch. Ich sag weiter so, Jungs. Jetzt Chance für Regensburg. Ich sag gerade weiter so. Schifo von links. Aus, ja. Aber außerhalb des Tores, gut. Es hat aufgehört zu regnen. Die fügen sich ein Schicksal. Die Regensburger. Was? Lukas hat halt gelb. Das ist nicht übertrieben. Für Odenthal.
nach Foul an Fiel. Jurid hat es allerdings leicht nur verbessert. Also durch eine Stärke von 64, okay. Ja, das sollte es jetzt gewesen sein, durch den Abpfiff kommen. Ja, aber nach vorne geht auch nicht mehr viel, ja gut. Kein Problem, jetzt nochmal eine kleine Torschance. Nach dem Freistoß von Sebastian Tyrala. Volles Risiko, jagt den Ball leider in die Wolken. Naja. Aber wenigstens noch bis Einsatzzeit bekommt Tyrala, auch wenn es nur eine 4-0 geworden ist als Note. Aber er kommt wieder ein bisschen rein, das ist das Wichtige. War lange verletzt. Und wir halten uns den wichtigen Platz hier oben. Den Relegationsplatz. Die Ergebnisse haben wir vergessen. Hey. Mainz 2 gegen Dresden. 2-2. Glück für uns. Deswegen Dresden jetzt auch nur noch ein Punkt vor uns. Duisburgen gegen Unterhaching. Auch 2-2. Osnabrück gegen Kickers. Stuttgart Kickers 2-0. Chemnitz gegen Stuttgart 2-0. Zürich und Asbach gegen Preußen Münster 0-0. Regensburg gegen Erfurt, wie gesehen, 1-4. Wiesbaden gegen Holstein Kiel 1-0. Fortuna Köln gegen Dortmund 2-3. Bielefeld gegen Rostock 3-0. Und Halle gegen Energie Cottbus 1-1. Naja, geht doch. Geht doch. Stimmen, haben wir da irgendwas Bestimmtes zu sagen? Erstmal ein Fan von Regensburg, wenn sie glauben, sie haben einen blöden Vorsitz, dann sind sie bei mir an der richtigen Adresse. Was der David Ressig heute nach 800 Jahren geleistet hat, war schon phänomenal. Das ist ja böse. Aydin, ein schönes Spiel gemacht, deswegen nicht umsonst hiermit aufgelistet. Was hast du gerade geschafft, in dieser Saison bereits 12 Minuten zu spielen? Naja, aber uns am Anfang auch ja, sehr viel, muss man ja so sagen. Was halt bei uns ist, die rechte Verteidigungsposition. Also Jutsch schafft es nicht mehr wirklich, ja, sich kam im Feld für die restliche Saison aus. Ah, das ist natürlich bitter. Freut natürlich Brandstätter. Wie lange? 25 Wochen, das ist genauso lange. Mannschaft der Woche, Aydin, kann auch sagen, Glückwunsch. Unser bester Torschütz fällt jetzt aus. Naja. Skandalsprache erfolgreich. Dafür kommt natürlich David Trezeguet in die Runde. Und dafür Laurito Fedez natürlich gelb gesperrt. Das ist natürlich die Chance für kleine Heinzmann da noch ein bisschen mal ein bisschen reinzukommen, aber es wird schwer. Genau wie Brandstätter. Wird sau schwer für viele Leute. Da nochmal Fuß zu fassen. Aber ihr seht ja, Jurid auch nur Form von 9, also muss ich auch steigern. Auf jeden Fall. Ansonsten können jetzt Möwald wieder rein. Wir gehen erstmal ein klein wenig weiter. Und dann geht es gegen Sonnenhof Groß Asbach. Also wir haben vermeintlich leichtere Gegner jetzt. Heißt aber auch für uns, wir müssten dann entsprechend auch Punkte machen. Ist einfach so. Was? Mindestens eins gehört, hat nichts zu tun. Jetzt fährt mein Headset um. Moment. Was soll denn das jetzt auf einmal? Fällt mir das Mikro um gerade, was ist jetzt los? Ein Moment. Bleib stehen.
Ich traue dem Frieden nicht. Bleib stehen. So. Besser, ich hoffe es. Nein, nicht wirklich. Was ist denn jetzt nur los? Bleib stehen, Mikro. Bleib. Aus. Das muss man kurz so machen. Das mache ich in der nächsten Aufnahmepause ein bisschen anders. Muss ich ihn umstellen. Gut, keine Aufgabe zugewiesen. Das, da fehlt mir doch was für dich. Hier. Und da. So. Immer Leute beobachten. Immer beobachten hier. Jugendmannschaft. Können wir auch wieder ein bisschen aussortieren. Das ist gut. Nach Hause schicken. Nach Hause schicken. Ist da jemand dazugekommen? Ist der neu? Ich will das jetzt gar nicht. Ich will gleich sehen. Nach Hause schicken. Komm, nach Hause. Oh, nach Hause. Oh. So, nach Hause. Nach Hause. Nach Hause, nach Hause. Nach Hause, nach Hause. Nach Hause, nach Hause. Und du auch nach Hause, Gelle? Jawohl. So, Herr Resch. Haben Sie bereits Trainingsziele von uns bekommen? Nein. Dein Charakter gefällt mir nicht. Verletzt uns anfällig und schwache Nerven. Perfekt, um ein Weltklasse-Spieler zu werden. Mir fällt ja keiner ein, der das hat. Machen wir es mal alles auf eine 50, eine solide. Er ist auch schon 17, also ich werde nicht jeden reinholen, ganz ehrlich. So, B-Jugend, halt, hast ja recht. Ein Mentor kriegst du auch noch. Wird jetzt kein Weltklasse-Mentor sein, das kannst du vergessen. Ja, Karadzic. B-Mannschaft. Auch ein bisschen ausmisten, noch zu kurz wird. Also die B wird immer sehr großzügig ausgemistet, habe ich das Gefühl. Unsere ganz jungen Leute. So, Ballon ausmisten, jawohl, und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tuch. Tschüss. Und tschüss. Und tuch. Und tschüss. Und tschüss. Leute. Tschüss. Tschüss. Kann ich mal was Sinnvolles aufladen hier? Mal ein paar höher. Solche Talente hier noch gerne mal. Nach Hause. Nach Hause, genau. Nach Hause, nach Hause. Nach Hause. Nach Hause. Nach Hause. Nach Hause. Und nach Hause. Hier der Torwart, das ist schön. Der muss nicht zwangsweise hier. Das ist Blödsinn. So. Der Rest passt. Das ist auch ganz gut für den Reuter. Obwohl es nochmal ein LM ist. 47 hat er schon. Also das ist gar nicht mal so verkehrt. Was trainiert denn der Guter? Ja. Hier gar nicht so verkehrt. Die können wir sogar nochmal ins Trainingslager schicken, wenn ich das richtig sehe. Für einen Tag. Na gut. Dann halt doch nicht. Gut.
zweite unter. Was macht ein Bergi? Der macht schon auf 53. Hm, habe ich ein bisschen mehr erhofft eigentlich. Gib im Training alles. Dass ich mich noch verbessern kann. Ich hoffe es doch. Also hier haben wir die ganzen talentierten Leute. Mächtig sogar. Ach du Große, was hat er jetzt gemacht? Kann das noch ein richtig talentierter Torwart spielen? Kann das noch sein? Innenverteidiger. Kommt er hier rein? Links, ja, auch wenn der andere besser ist, ich will trotzdem die Talent. Hier will ich wirklich die Leute drin haben, wo ich Zukunft sehe. Wo ist der Beste? Wo ist ein Halimi? Bin ich blind? Oder kann ich nicht gucken? Hier hat er als Z. Ja gut, das ist auch in Ordnung. OM. Dann setzt die Dame ihn hier ein. Okay, Hammer. Das ist klar, dass erstmal rauskommt. Die zwei sind verletzt. Er für ihn hier, weil er hat noch ein bisschen mehr Talent hier. Gut. Gehen wir ein Stückchen weiter, auch wenn die Folge wieder ein bisschen länger wird. Das Mikro kurzt mich jetzt an. Na gut. Hat mich wieder verboten. Ja, warum mit dem Preis vorher noch gut mitgehen? Boah, hat sich nichts geändert nach dem griechischen Essen. Da gab es bestimmt griechischen Wein. Schenk mal. Komm weiter, komm. Kurz Trainingslager. Das tut bestimmt auch mal ganz gut. Nach der Zeit jetzt. Motivationslehrer. Ja, nehmen wir zum Ende auch gerne mit. Knieprobleme. Wie lange? 2 Wochen. Gut, sehr gut ankommen. Alle Spieler. Die Moral. 5 Punkte. Und 10 Punkte gesteigert. Das heißt, für eine... Ah. Unser Ersatztormann darf ran. Jugendscout, komm. So. Wer bist du? Alter 3. Wer bist du denn? 23 ist Legionär, anpassungsfähig gelassen, kann aber weniger unsere Sprache. Marktwert auch zu hoch, also ziehen wir überhaupt irgendwas, wo ich sagen könnte, okay, das könnte vielleicht vielversprechend sein. Bis jetzt nicht. Wie alt ist er? 3? Na, das ist zu alt dafür. Nö, haben wir nicht. Er ist das Einzige, den ich mal noch drin lassen würde, aber wenn ich mir den Rest so angucke, muss nicht sein. So. Probetraining abhalten. Jawohl, Jugendtrainer. Gerne. Regional, haben wir hier noch irgendwas? Nein, nein. Liga beobachten. Gut. Dann Jugendmannschaft. Falschen Mentor, okay. Der Nepal-Joana? Keine Ahnung. Wen haben wir denn hier übrig? Also, ihn könnte man ja schon mal jemanden zuweisen, der was kann. Nehmen wir hier mal Parker rein. Finde ich gar nicht so verkehrt. Und alle ungefähr ein Alter, deswegen... Ich finde es nicht so verkehrt, wenn die... nicht ganz so viel älter sind, sage ich mal. Außer du hast jetzt einen Ausnahmetalent, einen richtigen Stürmer. Sag ich mal, der würde jetzt zum Beispiel Dresigé geben. Wenn wir jetzt Ausnahmestürmer hätten, Torb Max feilt am schwachen Fuß, okay. Mittag noch angeschlagen, Tyralla hat Trainingsziel erreicht. Ah, gar nicht so verkehrt, danke. Gut trainiert, sauber.
Erfreute sich, Scouting abgeschlossen. Für Preisinger. Dann sagt mir auch, was den hätten wir auch auf. Auf den Kiekser, gell? B-Jugend. Hat kein Interesse, mit uns zu reden. Na gut, vielleicht kommt's noch. Tyralla hat Trainingsziel erreicht, das heißt, wir hätten auch hier Trainingsziel uns mal angucken. Ballkontrolle. Ja, da werden wir das mal nach unten stellen. Und dann auf die 70 hochpeitschen. Mittag ist noch leicht angeschlagen. Gute Daniel. Gibt im Training alles. Dann kommt es auch wieder. Scouting abgeschlossen. Preisinger. Okay, das haben wir gesagt. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Wenn die Folge noch ein bisschen länger wird. Mal wieder, das kennen wir ja mittlerweile, Janus. Ja, wir machen unseren Mundus Wettbieten hier mit Hull City. Wo spielen die eigentlich? In der ersten englischen Liga, okay. Das heißt, die hätten aber auch finanziell ganz andere Mittel haben als wir. Mannschaftsstärke 15 Durchschnitt. Aber die haben ein älteres Durchschnittsalter als wir. Wenn wir unser Durchschnittsalter mal uns angucken, 24, obwohl so viel auch nicht. Die nächsten Spiele. So noch, dann Mainz, Halle, Chemnitz, dann Duisburg. Oha, also die Spiele werden nicht sehr viel einfacher unbedingt. Für uns. Wir gehen ein Stückchen weiter. Das heißt aber auch, wir müssen jetzt gerade gegen solche Gegner wie Groß Asbach die Punkte holen. Willst du mich Jetzt fällt unser Torhüter aus. Was ist denn das für ein Scheibenkleister? Kommt drauf an. 2 Sterne, nein, danke. Datenbank, Scouting. Scout kehrt zurück. Scouting abgeschlossen. Für 2 Wochen, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch echt nicht wahr sein. Ich kann jetzt nicht Büchel da reinsetzen. Der hat einen 36. Ich muss. Ja, ernst jetzt, oder? Aktion in die erste Mannschaft für eine Woche. Also fürs nächste Spiel. Das, na gut, so feiert der Drittormann auch mal sein Debüt. Guckt euch das an. Verletzt, 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 verletzt. Gelb gesperrt. Das senkt natürlich unsere Stärke ungemein. Heißt aber auch für Büchel. Nächsten Spiel brauche ich in Topform. Kann man so sagen. Juri Jutt, vertragt euch wieder. Ich werde nicht müde, es zu sagen. Aydin, Spielergespräch, kann man da was sagen? Hast gut trainiert, okay. Freute sich, ja, auch ein bisschen was gebracht hier. Trezeguet, ich brauche den nächsten, auch ihn will ich mal endlich, ja, mal ein bisschen angreifen sehen. Ich sehe ihn zu selten vorne. Möwald, gut trainiert, klasse. Hier, warte, hast dich gut. Hast dich gut verbessert diese Saison. Sauber. Haben wir uns Jut schon was gesagt? Ja, haben wir. Parker. Was haben wir hier? Warte mal. Tyralla. Das sagen wir uns Brandstätte, kann man auch nicht viel sagen. Ja, ist schwierig gerade, weil ich dann nicht weiß, ob ich mich einsetzen werde. Schwierig dann. Jetzt gab es viel zu tun. Sauber.
Gut. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Einen Tag machen wir noch. Neue Jugendspiele. Achso, das hat man ja gerade. Oder Grieche. Weiter geht's. Und wer macht's? Jan-Klaas Hünzler, okay. Und dann gegen Sonnenhof Groß Asbach mit nur, ja, eigentlich, wie lang ist denn, bist du noch verletzt, noch 9 Tage. Das könnte eng werden. Ach, Mensch, gehen wir in die Aufstellung. Gehen wir ins Team. Gucken wir uns jetzt, hör ich mal an hier, was wir hier haben. Schmidt. Ja. Auch hier sehe ich jetzt keinen, wo ich jetzt klassisch sagen würde, da muss man jetzt unbedingt die eine Seite, weil die jetzt bedeutend schwächer ist, sehe ich jetzt hier auch nicht. Nachricht haben wir auch noch eine. Kamendl fällt aus. Ah ja, bei uns fallen alle aus jetzt. Negatives Reservebudget. Dies wurde durch Abzüge anderer Budgets. Okay, was heißt das für uns? Welche Budgets hat uns sonst gekürzt? Andere, okay. Die Eltern da ein bisschen. Hätten sie Transfer kürzen, hätten sie einfach Transfer nehmen können, na gut. Was soll's, was soll's, was soll's. Wir speichern und sehen uns in der nächsten Partie gegen Sonnenhof Groß Asbach mit unserem dritten Tormann Büchel. Jo, würde ich sagen, bleibe ich beim Zuschauen bei euch. Bis dahin, hier ist mein Mikrofon, weil es dann umgefallen ist. Ja, ciao, ciao. Und ja, tschüss.